Einen wundervollen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Let's Read. Wir wollen uns heute Python Source Code angucken, den ihr übrigens auch komplett auf GitHub findet. Und ich habe eine ganze Weile suchen müssen, bis ich die Indexfunktion von List tatsächlich gefunden habe. Es gibt mehrere Indexfunktionen. Eine davon ist eben für Listen. Das ist die, die wir in unserer Coding Challenge neulich benutzt haben. Und ja, die ist natürlich komplett in C geschrieben, wie Python selber C-Python, das ist das, was man normalerweise verwendet. Es gibt auch Java-Python und so. Aber ja, das ist das Python, das man normalerweise hat. Und das ist die List-Funktion, die ihr unter Objects, also im Ordner, also erstmal Python auf GitHub suchen, dann C-Python, dann findet ihr dort Objects und ListObject.c. Und das ist eben genau das, wo dieser Code hier drin steht. Zeile 2400, blablabla, fängt's an. So, das Ganze gibt euch ein Pi-Object zurück. Das ist, es gibt übrigens einen Value-Error, wenn dieser Value nicht existiert, nicht minus 1, wie ich das gesagt habe, das war mir tatsächlich auch neu. So, und wie wird das Ganze jetzt hier gemacht? Die benutzen natürlich intern einige verschiedene Typen, die man so haben kann, aber Start und Stop sind eigentlich normalerweise solche Zahlen, also Start und Stopp und eben der Wert, nach dem wir suchen. Das Ganze ist, wie gesagt, in C geschrieben und wir schauen uns das jetzt einfach mal ganz kurz an. Wir schauen hier, wenn Start, der gegeben wurde, kleiner als 0 ist, dann sagt man Start plus Pi Size von Self. Was das bedeutet, ist so viel wie, wenn wir als Start bei dem Index suchen, minus 1 eingeben, dann wird eben das hinterste Objekt genommen. Das heißt, wir sagen, wir geben das Ganze nochmal eins weiter sozusagen. Also, wenn wir eine Liste aus Python haben, können wir natürlich auch sagen, wir wollen nur bestimmten Platz durchsuchen. Und ich habe jetzt hier euch gerade mal kurz ein Gedit aufgemacht. Wir haben jetzt hier, sagen wir mal, die Liste 0, 1, 2, 3 und 4. Und wenn wir jetzt hier was indexen wollen, dann können wir auch sagen, wo wir anfangen wollen. Indem wir hier zum Beispiel sagen, okay, wir wollen bei minus 1 anfangen. Ja, minus 1 ist aber kein gültiges Array. Was Python dann macht, C-Python dann macht, ist, es addiert euch nochmal die komplette Länge des Arrays drauf. Sprich, wenn wir minus 1 sagen, dann landen wir plötzlich bei diesem vorletzten Element. So kann man eben auch sagen, man hätte ganz gerne von hinten angefangen zu suchen. Das geht eben bei Start. Und wenn das immer noch kleiner 0 ist, dann setzen wir den Start auf 0. Das heißt, wenn wir irgendwie minus unendlich angeben, dann landet der Start einfach auf 0. Selbiges gilt natürlich bei Stop. Das machen wir hier. Das heißt, das ist sozusagen, wenn wir von hinten anfangen wollen zu suchen. Okay, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen for i gleich Start, also wir wollen bei Start anfangen zu suchen und wir wollen, dass i kleiner als Stop ist, weil da wollen wir aufhören zu suchen und wir wollen aber auch zusätzlich, dass i kleiner ist als die Länge der Liste, logischerweise, dann gehen wir eins weiter nach jedem Schleifendurchlauf und wir überprüfen, ob die beiden gleich sind. Das machen wir über PyObjectRichCompareBool. Das heißt, wir überprüfen sozusagen, ob in unserer Liste, in unserem Item, was wir übrigens in Self gespeichert haben, Self kennt ihr wahrscheinlich noch, diese Self-Variable, die immer sozusagen das aktuelle Objekt zurückgibt, sprich die Liste in dem Fall, also Liste, holen wir das Item, und zwar das ite-Item, und dann überprüfen wir, ob die beiden Werte gleich sind, das macht PyEQ hier, und wir überprüfen, ob der Wert natürlich derselbe ist, den wir hier mitgeliefert bekommen haben. Und das wiederum liefert uns natürlich dann einen Wert, einen Integer. Wenn der Integer größer ist als 0, dann haben wir es offensichtlich gefunden. Das heißt, wir haben hier, wir geben einen Wert, einen Integer oder einen Long-Wert in Python-Form zurück. Python hat ja auch noch intern alle Werte nochmal neu definiert. Also es gibt ja keine Integer in dem Sinne, sondern man hat einfach Zahlen und die Zahlen sind eigentlich immer gleich Longs. Das heißt, wir geben hier einen Long zurück und zwar aus i gemacht. Das heißt, der Index, der eben hier diesen Wert zurückgegeben hat. Und wenn es kleiner ist als 0, dann haben wir offensichtlich irgendwie einen Fehler gekriegt. Das heißt, wir geben null zurück. Und ja, dann loopen wir einmal durch diese komplette Schleife durch.
Aber Achtung, das Return führt hier auch sozusagen zu einem frühzeitigen Break. Das heißt, das war das, was uns bei unserer Coding-Challenge noch interessiert hat, ob das vielleicht auch intelligent gemacht ist, dass wenn wir es gefunden haben, dass wir dann direkt rausbreaken, um ein bisschen Laufzeit zu sparen. Und die Antwort ist ja, wir tun das. Wir returnen sogar direkt aus der Funktion. Und wenn es nicht gefunden wurde, dann gibt es einen Fehler, den wir hier zurückgeben. %r is not in list und dann eben den value und wir geben null zurück. Ja, und das ist eigentlich auch schon der komplette Source Code von der Index-Funktion in Python Source Code, das heißt in C jetzt geschrieben. Klar, dass ich jetzt mit euch nicht durch die ganzen Objekttypen durch muss. PySize, PyObject, RichCompare, Bool, hier nochmal PySize, PyLongFromSize. Da gehe ich jetzt alles nicht mit euch durch, auch durch dieses PyErrorFormat nicht. Aber ich glaube, das ist relativ deutlich, was die alle machen sollen, finde ich. Und ja, so kann man sich da eigentlich auch mal ganz gut reinlesen. Hat mich nur persönlich interessiert, ob wir hier auch aus dieser Vergleichsfunktion hier rausbreaken oder ob wir die anderen Elemente auch noch durchprobieren müssen. Und die Antwort ist ja, wir machen es effizient. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr mehr auf Let's Read Bock habt, dann schreibt mir vielleicht interessante Sachen, die ihr schon länger mal wissen wolltet. Und ansonsten wartet einfach darauf, dass ich mal wieder was Interessantes finde. Zum Beispiel so eine Frage, die mir einfach so währenddessen mal beim Aufnehmen kommt oder beim selber coden. Und dann machen wir einfach dazu wieder ein Let's Read. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.